Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich wieder 10 Minecraft Designs für euch. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, hey Kroko, wir haben schon alle Villager gesehen. Nein, das haben wir nicht. Es fehlt noch der Nichtsnutz. Und ja, beim Nichtsnutz stellen wir uns vielleicht gleich am Anfang mal die Frage, was ist eigentlich ein Nichtsnutz? Und wie definiere ich einen Nichtsnutz? Ich würde sagen, diese Frage gebe ich einfach mal weiter an euch. Schreibt mir in die Kommentare, was für euch ein Nichtsnutz ist. Und wir legen direkt los. Kroko. Der allererste Nichtsnutz, beziehungsweise das allererste Nichtsnutzgebäude kommt von Knecht Nubrecht. Knecht Nubrecht hat gleich 2 hingestellt, ich werde euch auch gleich zeigen, warum. Hier fängt es auch schon an. Definiere den Nichtsnutz. Wie erkennt man, ob jemand Nichtsnutz ist und warum? Und der könnte hier in so einem noblen Haus wohnen und nichts auf die Reihe kriegen. So wurde das hier interpretiert. Kleiner Briefkasten. Nichtsnutz wohnt hier drin und hat eigentlich eine Hostess gechillt. Einen sehr, sehr gemütlichen Wohnort. Schauen wir auch gleich mal die Treppe rauf. Außerdem geht es hier wirklich gut. Schauen wir mal, ob wir ihn auch irgendwo antreffen, den Burschen. Oder ob er halt einfach nirgendwo sich rumtreibt. Großes Schlafzimmer. Also ihr seht schon, der Nichtsnutz hat hier ein wunderschönes Haus bekommen und auch einen wunderbaren Aussichtsturm. Knecht Nubrecht hat das Ganze aber auch nochmal anders interpretiert und es ist ein bisschen makaberer. Das ist eine Art, ich würde sagen, Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz werden hier Nichtsnutze nicht so glimpflich behandelt, wie man sich es vielleicht vorstellen mag. Hier, einer wurde an den Pranger gestellt, dem anderen ging es noch definitiv schlechter und steht da, keiner braucht den Nichtsnutz. QDFPV hat den Nichtsnutz interpretiert als jemanden, der sein Leben zu nichts geschafft hat. Und deswegen hockt der arme Bursche hier unter der Brücke und streitet sich mit seinem Gegenüber, wer den besseren Platz zum Schlafen hat oder wer mehr Schlafplatz kriegt oder Hauptsache sie streiten sich. Und das Schöne aber hier an dem Ganzen ist die Kutsche, die auch hier oben drüber fährt. Also das andere ist auch schön, aber die Kutsche ist auch sehr, sehr cool hier oben. Reite mich aus, bitte. Na gut. Ui, war das schnell. Boah, ist das fett schnell. Uiuiui. Kann man ja gar nicht. Oh, das war sicher der Sinn von dem Ganzen. Oh, langsam. Langsam, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Du bist ein Feiner. Das nächste Nichtsnutz-Zuhause kommt von Skeletto 1002 und huiuiuiui. Die Nichtsnutze werden heutzutage immer reicher. Ja, der Bursche wohnt hier. Was steht hier vorne dran? Das Villager-Gericht. Oh, vielleicht wohnt der Nichtsnutz hier gar nicht. So wie es mir ausschaut, wohnt der hier gar nicht, sondern ihm ergeht es nicht so gut. Wir kommen hier nach oben. Und ja, richtig, der Nichtsnutz. Dem ergeht es hier gar nicht gut. Also das hier ist ein perfektes Beispiel für ein Gerichtsgebäude. Hier drüben höchstwahrscheinlich Kläger und irgendeiner von denen klagt hier, definitiv. Und, das sind vielleicht die Zuschauer und das ist der Kläger oder der Staatsanwalt. Die Exekutive, ne? Die dann darüber geht zum Kirito, ne? Zum Nubrecht. Und da dann ausführt, was der hier so beschließt. Puh, ganz schön brutal. Schauen wir nochmal ein Stockwerk nach oben in die Türme rein. Schauen wir mal, ob es da. Oh, da kommt man sogar hier über die Leiter rauf, ne? Da war eine Leiter. Aber da ist nicht wirklich was zu finden, außer ein versteifter Dachboden. Auch die liebe Akui hat sich an einem Nichtsnutz-Plot versucht. Und ja, der Dude lässt sich's gut gehen und chillt hier wunderbar im Freien. Hat sich ein Zeltchen aufgebaut, hat sich sein Wasserding hier, holt sich sein Wasser. Oh, der erwärmt sich gerade sein Wasser über dem Feuer, macht sich wahrscheinlich gerade eine Suppe. Und sogar das Plumpsklo ist da. Entschuldigt mich bitte kurz. Ganz schön kuschelig hier drin. Nutzen wir doch die Gelegenheit hier drinnen, dass ich euch daran erinnere, dass ihr nicht vergesst, das Video zu liken, wenn es euch gefällt. Und dass, wenn ihr ganz, 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 ganz neu seid und kein Video mehr verpassen wollt, auch abonnieren dürft. Gehen wir wieder raus. So, für was man so Toilettenzeiten einfach nutzt. Ansonsten finde ich dieses kleine Camp hier doch sehr, sehr cool, auch mit dem Schwein und dem Huhn und so. Ist gemütlich gemacht. Ich frage mich, ob der wirklich so sehr nichtsnutz ist, wie es hier erscheint. Ich vermute mal, der wurde aus dem Dorf rausgeschmissen und hat jetzt einfach keine Wahl mehr, als sich selbst zu versorgen. Kyudo FPV baute für den Nichtsnutz das hier.
Schauen wir mal, inwieweit das einem Nichtsnutz würdig ist. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns an. Ich vermute mal, also ist nicht ganz fertig, ist nur die Hälfte da, aber das ist einfach dem Platzmangel geschuldet. Ja, der Nichtsnutz versucht, jetzt seht ihr die Interpretation, der Nichtsnutz hat hier einen kleinen Marktstand und er versucht aus nichts Geld zu machen. Und zwar verkauft er uns einen Dirt für 64 Dias und da ist nicht mal Dirt drin. Und ja, tut mir leid, ich habe jetzt leider gerade kein Nichtsnutz hoch 3, ich habe leider gerade kein Kleingeld dabei. Hast auch noch keinen Umsatz gemacht. Demnächst gehe ich bei dir einkaufen. Schauen wir mal, was hier noch so drin ist, ob hier irgendwas noch zu sehen gibt, was hier verpassen wird. Ach, hier oben schläft er. Ist eigentlich ganz süßer Schlafplatz, wenn wir ehrlich sind. Also mal schauen, ob es noch zu weit viel bringen wird, der Bursche. Schauen wir nochmal hier rein, ob hier noch was drin ist. Nein, das ist nur der Deko wegen hier reingestellt. Sehr lustige Interpretation. Kommen wir zum Nichtsnutz von Aurumora. Der Nichtsnutz von Aurumora hat es sich hier in, ja, es wirkt ein bisschen wie ein Dschungelparadies gemütlich gemacht hier. Hat eine Menge Papageien, die er vielleicht versorgt, vielleicht auch nicht. Also er bringt auf alle Fälle nichts auf die Reihe. Er hat eine Menge, sogar einen goldenen Pavillon, nicht schlecht, was der sich alles leisten kann. Er hat hier ein kleines Bett, das finde ich übrigens eine sehr, sehr coole Idee, Betten zu machen. Stroh und ein Kissen und jeder weiß, dass der Nichtsnutz sich hier abends hinlegt und pennt. Sehr, sehr cool. Auch wieder hier Kessel über dem Feuer, schöne Details, ganz gemütlich. Auch wenn es der Nichtsnutz ist und auch wenn man da nicht besonders bequem liegt, höchstwahrscheinlich. Es wirkt irgendwie trotzdem recht idyllisch. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns mal den Plot von Glupio etwas genauer an und gehen einfach mal ins Haus rein. Okay, keine Tür, sondern Falltüren, wieso das? Der Amboss hängt an der Wand und... Was? Hier ist ja alles verkehrt. Ich finde das so cool. Das ist einfach ein Stückchen Kunst in den Boden gebaut. Einfach mal umgedreht, sehr, sehr lustig umgesetzt. Da seht ihr mal, was man mit Minecraft noch machen kann. Man kann mit Minecraft sehr standardmäßig bauen. Man kann mit Minecraft aber auch optische Illusionen erzeugen und Dinge bauen, die man so vielleicht sonst nicht kennt. Ich finde es richtig gut gemacht. Ist richtig lustig. Ist ein richtiges Kunstwerk. Oh weia, der Nichtsnutz von Black Kirito, der ist wohl wirklich ein ordentlicher Nichtsnutz. Alles steht in Flammen. Ich vermute mal, er wurde dafür eingeteilt, die Schafe zu hüten und hat kläglichst versagt. Alle Schafe stehen auf dem Kopf, schauen in alle Richtungen. Alles brennt, nichts funktioniert, wie es funktionieren sollte. Immerhin hat er ein Bett mit Wassergraben, dass er halbwegs die Nacht überleben kann. Aber wie wir sehen, da ist alles schiefgelaufen. Wirklich äußerst klassischer Nichtsnutz. Schauen wir uns den Nichtsnutz von Robobo an. Der Nichtsnutz von Robobo wohnt doch sehr, 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 sehr schön in einem Baumhaus. Schauen wir uns mal an, was der hier so noch hat. Sehr coole Idee, einen farbigen Würfel zu erstellen mit Bildern. Habe ich auch noch nicht gemacht so. Hier hat der Gilpios Zepter. Also er hat hier eine Menge Ramsch gesammelt, wie es ausschaut. Hat eine chillige Schaukel. Und ja, wie kommen wir denn hier nach oben? Wahrscheinlich hier rein. Nö. Kroko auf der Suche nach dem Weg nach oben. So, genau, hier. Spenden für arme Künstler. Oh, die hat den Nichtsnutz als jemanden interpretiert, der, sag ich mal, in der Gesellschaft nicht wirklich seinen Platz findet und als Künstler tätig sein möchte, aber wohl weniger die Chance hat, da irgendwo seinen ehrlichen Groschen mit zu verdienen. Deswegen hat er sich eine Hütte irgendwo im Wald gezimmert, wo er friedlich seiner Kunst nachgehen kann. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, die Minecraft-Spieler schauen schon gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das daheim aufhängen würde, aber sagt niemals nie. Wir schauen ganz nach oben noch. Hier gibt es wahrscheinlich einen wunderbaren Schlafplatz. Und man kommt sogar noch weiter rauf. Das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Vielleicht haben wir da oben eine hervorragende Aussicht. Alles mit Teppichen ausgelegt. Der kann ja hier wirklich ziemlich chillen. Also dem nichts, aus dem geht es schon nicht schlecht, würde ich sagen. Der nächste Nichtsnutz kommt von Dr. Krakenfang und ich kann euch sagen, wir haben etwas Besonderes hier im Gepäck, denn, meine Lieben, wer kennt es nicht, der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich mir und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Oder so ähnlich zumindest. Wer kennt die Geschichte?
die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Wer kennt die Geschichte vom Zauberlehrling? Dann wisst ihr genau, was hier passiert ist. Das ist wahrscheinlich der Besen, der hier umeinander hüpft. Wenn ihr das nicht kennt, dann lest doch einmal Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang Goethe. Ein klassisches kleines Gedichtchen. Das ist hier passiert und das ist eine sehr schöne Interpretation des Nichtsnutzes. Ich zeige euch noch, was hier so passiert ist. Das Ganze ist eingerichtet wie eine Zaubererstube. Sehr schön. Werfen wir nochmal einen Blick von außen drauf. Sehr gelungene Blockwahl. Gefällt mir gut. Melone GHG hat folgenden Nichtsnutz für uns gebaut. Das Ganze ist total interessant, denn hier oben spielt sich das normale Leben ab. Hier ist ein Dorf, hier gibt es die Arbeit zu tun, das ist ein Baum. Das ist sehr, sehr idyllisch hier. Boah, hier würde ich jetzt echt gerne chillen, auf die Kornfelder schauen. Es ist schön warm, ich sitze im Schatten. Oh, das würde ich jetzt echt gerne machen. Nichtsdestotrotz wohnt unser Nichtsnutz unter der Arbeit in dem Berg hier drinnen. Wir kommen hier rein, ganz klassisches Haus, das man irgendwie kennt. Garderobe, modern eingerichtet, Küche und dann das hier. Der Faulenzer hockt auf dem Sofa und zockt. Zocken ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, das machen wir ja den ganzen Tag, wir YouTuber, wir. Aber der scheint das irgendwie zu grünen und schwarzen Bildschirm, also schon exzessiv zu betreiben. Auch eine sehr nette Interpretation, wir versuchen mal durch das Bildschirm zu kommen. Ne, ist kein Geheimnis dahinter. Nette Interpretation des Ganzen, finde ich schön umgesetzt. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Tja, wer hätte gedacht, dass wir auch noch ein Video zum Nichtsnutz machen? Schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, welche dieser Ideen euch am besten gefallen hat. Schreibt mir auch, was eure Interpretation eines Nichtsnutzes ist oder mit welcher Idee ihr euch am besten identifizieren konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne liken, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Dann vergesst nicht zu abonnieren, denn so verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!